Ja, sehr verehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrter Herr Züsli, sehr geehrte Referenten, sehr geehrte Chairpersonen und Gäste, sehr geehrte Patronatsmitglieder, Donatoren und Stiftungsvertreter und sehr verehrtes Publikum. Ich freue mich, Sie an der 13. Schweizer Biennale zur Wissenschaft, Technik und Ästhetik, das Mysterium des Bewusstseins, die ich hiermit eröffne, begrüßen zu dürfen. Der Mensch hat Geist und das ist etwas Einzigartiges und grenzt an ein Wunder. Niemand kann jedoch sagen, ob dieser Geist den Planeten nicht zugrunde richten wird. Der Mensch wäre dann klar ein Fehlversuch der Natur gewesen und die Zivilisation ein kurzer Augenblick in der ganzen Erdgeschichte. Uns fehlt heute, so scheint mir, eine Philosophie und eine Wissenschaft, die objektiv die Auswirkungen des einzelnen Menschen und ganzer Gesellschaften untersucht, die auf der Basis von Materialismus und Konsumismus die Ökosphäre zerstören und die menschliche Zivilisation untergraben. Unser Planet steht in Flammen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres meinte anfangs dieses Jahres damit zwar auch die Feuersbrünste in Australien, aber ebenso den Klimawandel generell und die atomare Wiederaufrüstung und ganz generell die von Spannungen geprägte politische und wirtschaftliche Lage rund um den Globus. An dieser Stelle muss die Frage erlaubt sein, wie es weitergehen soll und mit welcher Hoffnung, die ich der Eröffnung der 13. Schweizer Biennale zur Wissenschaft, Technik und Ästhetik voranstellen möchte, es weitergehen kann. Hoffnung, schrieb Václav Havel, verstehe ich vor allem als einen Geisteszustand. Nicht als einen Zustand der Welt. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas sinnvoll ist, egal wie es ausgeht. Diese Vorstellung von Hoffnung gefällt mir. Es ist sinnvoll, dass wir uns heute in Luzern treffen und miteinander über Präferenzen und Entscheidungen bei der Wahl der Theorien und Philosophien, mit denen wir das Lebendige und Beobachtbare zu erklären versuchen, debattieren. Es ist auch sinnvoll, öffentlich darüber zu sprechen, wie bei jedem von uns oft unbemerkt Erfahrungen des Lebendigen und die Weite des inneren Horizontes das Denken bestimmen. Seit 25 Jahren nimmt die Biennale Fragen über die Bedeutung und Konsequenzen unseres wissenschaftlichen Forschens auf, die im vorherrschenden Wissenschaftsbetrieb untergehen oder ausgeklammert werden. Die Biennale passt in die Bildungslandschaft von Stadt und Kanton Luzern, obwohl sie alles andere als angepasst ist. Ihre Rolle ist die des unabhängigen Einspruchs und des kritischen Hinterfragens scheinbar stabiler Verhältnisse in Wissenschaft und Gesellschaft. Als Plattform bemüht sie sich generell um ein tieferes Bild. Es umfasst auf der einen Seite und in den letzten Jahren vermehrt unser Wissen über die neuronalen Grundlagen des Bewusstseins, aber auf der anderen Seite auch, was uns das phänomenale Bewusstsein erzählt, unser subjektives Erleben und unsere Fähigkeit der unmittelbaren Erfassung des Erlebens und der Bewusstseinsvorgänge. Das grundlegende Problem, sehr verehrte Damen und Herren, ist, dass sich die klassische Neurowissenschaft mit dem persönlichen, subjektiven Bewusstsein, das irreduziblen Charakter hat, das heißt,
mit der Perspektive der ersten Person schwer tut. Die Perspektive der ersten Person, die Sie alle haben, liegt jenseits der Methoden der Wissenschaft. Gemäß dem australischen Philosophen David Chalmers, den ich hier kurz zitieren muss, ist sie das schwierige Problem, das so-called hard problem, die Erklärungslücke. Warum gibt es überhaupt Erlebnisgehalte? Warum tut es weh, wenn ich mir mit einer Nadel in den Finger steche? Es sind zentrale Fragen, deren Antworten uns Zugänge zum Verständnis des Bewusstseins geben. Die Neurowissenschaft gibt uns mit ihrem Wissen und ihren Computersimulationen heute einen tiefen Einblick in die neurobiologischen Funktionen menschlicher Gehirne. Gleichzeitig hat sie aber auch auf unsere Sichtweisen in der modernen Psychologie und das Verständnis unseres Menschseins Einfluss gewonnen. Ich glaube, dass es an dieser Stelle wichtig ist, hervorzuheben, dass es heute aus einem größeren Blickwinkel betrachtet die Dogmen eines die Gesellschaft in allen Bereichen durchdringenden wissenschaftlichen Materialismus und Reduktionismus sind, an denen wir uns vorzugsweise orientieren. Mir scheint, dass gerade der Reduktionismus, der Geist und Bewusstsein mit dem Hirn gleichsetzt, so wie eine heute dominante Wissenschaft, die alles auf das messbar Materielle reduziert, den Aspekt des Unerklärbaren noch verstärkt haben. Viele Wissenschaftler, egal was für eine metaphysische Position sie vertreten bzw. einnehmen, gehen heute davon aus, dass sich alle Aspekte des Bewusstseins letztlich mit der Funktionsweise des Gehirns erklären lassen. Die gestern Abend beim legendären Pre-Conference-Dinner der Referenten im Hotel Hammer im Eigental begonnenen Diskussionen werden heute zeigen, ob ein grundlegend neues Verständnis des Bewusstseins erforderlich ist, beziehungsweise ob die wissenschaftlichen Forschungsfelder in den Neurowissenschaften oder in der Physik weiter zu verfeinern und zu entwickeln sind. Die 13. Biennale öffnet Wege zu einem neuen Verständnis des Bewusstseins. Im Zentrum stehen neueste Erkenntnisse über veränderte Bewusstseinszustände, die Anästhesie, aber auch die Rolle der Spiritualität, die unserem Menschsein eine spezielle Note verleiht. Bewusstseinsstörungen wie Koma werfen Fragen zu unserem Bild auf, das wir von uns selber und unserem Bewusstsein haben. Und der Buddhismus bzw. buddhistische Poesien, von denen heute Nachmittag die Rede sein wird, werden uns aktuelle Hinweise zur Beziehung des Buddhismus mit dem ökologischen Bewusstsein geben, das in Zeiten der globalen Klimadestabilisierung alle persönlich betrifft. Und da ist noch etwas, das auch über dieser wie vorangehenden Biennalen als nicht zu unterschätzende Entwicklung schwebt. Mit technischen neuronalen Netzen und entsprechenden Lernalgorithmen sind wir heute in der Lage, Selbstorganisationsprozesse des Gehirns zu simulieren. Wird die Überlegenheit neuronaler Netze, das wäre meine Frage, wie sie auch von der Evolution entwickelt wurden, bestehen und bleiben? Oder ergibt sich ein Tipping Point, wo Computerarchitekturen so etwas wie Bewusstsein entwickeln und dem Menschen überlegen sind? Ich möchte mich abschließend bei allen Geldgebern, insbesondere bei der Stadt Luzern und beim Kanton Luzern,
für die kontinuierliche finanzielle Unterstützung während 25 Jahren bedanken. Sie hat mich im Rahmen oder hat mir im Rahmen der Vermittlungsarbeit erlaubt, die erarbeiteten Kontakte in einem globalen Kontext sowie aktuelle Forschungsfragen in Luzern in Szene zu setzen. Mir ging es immer darum, ich möchte dies noch anfügen, und es geht mir auch heute darum, einen spezifischen interdisziplinären Ansatz zu praktizieren, der verschiedene Forschungsfragen miteinander verknüpft. Die Biennale lädt Sie ein, neue Zugangsweisen zum Wissen kennenzulernen. Für die Unterstützung dieses Ansehens möchte ich der Stadt und dem Kanton Luzern, den privaten Donatoren sowie Stiftungsvertretern und den Patronatsmitgliedern herzlich danken. Ich wünsche Ihnen nun einen geistig erlebnisreichen Tag mit vielen anregenden Vorträgen und Gesprächen. Besten Dank.